So, da bin ich wieder. Ich hoffe, die Aufnahme ist Was meinst nicht du? Kann ich tot. sie gebrauchen? Ich hatte gerade ein Encoder-Problem. Ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Damit komme ich schon klar. Ziehen wir's durch. Okidok. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Okay, stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Machst du viele solcher Jobs? Andauernd. Aber normalerweise ist es Zeug für die Mädchen im Club. Routine Porno-Tuning und so Kram. Orgasmen stärker machen? Eher alles andere rausschneiden. Ficken ist Alltag für die Mädchen. Da wandern die Gedanken leicht zu Einkäufen, Geburtstagen, Rechnungen und so. Aber selbst dann kann man Emotionen zu etwas Einzigartigem, Unvergesslichem umformen. Kann mich nicht beschweren. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil's sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow, Jano, ich... Jetzt, ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste. Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Dieser Schock, ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so weh tut. Scheiße! Dieser letzte Augenblick.
Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Bin ich schon. Geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Und nochmal. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nicht. Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psycho. Nix vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück. Ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Kannst du nicht kreativ? Du bist rein, hast die Kohle verschwindet. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen Sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen hast. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Monitor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen, die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, indem du sie gescannt hast. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab. Kleine Zeisser. Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter. Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft? Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Ich übernehme den Kasse und zwei Server. Nutz mir doch den Zwanz, Alter. Zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Alle runter! Los, runter! Auf! Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor.
Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Wir verkaufen den BD an die Studio. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch! Den Boden für mich küssen! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, dann mach ich den fertig. Ich schwör's. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Interessant. Muss man sagen. Ja, solche Tutorial-Folgen werden separat markiert und sind auch teilweise kürzer, wie jetzt zum Beispiel. Nicht, dass ihr euch dann wundert.